Mein neues Inselabenteuer führt mich hoch in den Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen Ostsee und Borden hat sich eine idyllische Landzunge breitgemacht. Mal sehen, was die so kann. Na dann, ab in die Butt und Leinen los. Hallo, moin moin. Guten Morgen. Reini? Ja, guten Morgen, grüße Judith dich. Rakers, freut mich. Hallo. Und wer bist du? Ich bin Anni. Hallo Anni, kommst du auch mit? Ja. Das finde ich schön, da bin ich nicht alleine mit dem alten Seebären. Dann willkommen an Bord. Dankeschön, ich freue mich schon. Das Wetter ist ja wir auch perfekt, Ostwind, oder? Zwei Windstärken, eigentlich ein bisschen wenig, aber wir kommen gut voran. Wir haben nämlich alle Segel gesetzt, die wir brauchen. Ja, erstmal los, oder? Erstmal los. Ich habe Hummeln im Hintern. Ja. Es muss losgehen. Ich nehme Kurs auf Fischland Das Zingst. Mit 45 Kilometern ist die sichelförmige Halbinsel ähnlich lang wie ihr Name. Eingeweihte sagen kurz und knapp Das. Und hier treffe ich Schauspielerin Sabine Karg, mit der ich einen Inselkünstler fast in die Verzweiflung treibe. Gut, tut Ihnen jetzt ein bisschen leid, dass Sie uns einen Malkurs angeboten haben? Nee, überhaupt nicht. Zwei Tischler, die mir auch ein bisschen zu viel zutrauen. Das setzt mich unter Druck, wenn er jetzt mit so, okay. Und einen Angelprofi, dem ausnahmsweise ich mal zeige, wo der Haken hängt. Da ist einer! Oh, ein Riesenteil! Hoch raus, hoch raus! Oh. Oh, kurbeln, kurbeln, kurbeln! Ja, warte! Kurbeln, kurbeln! Ah. Oh, weiter! Kurbeln! Rüber, rüber damit! Rüber damit! Das ist so eine... Das ist ja Wahnsinn! Wahnsinn. Mit Skipper Reini und seiner Enkelin Anni bin ich im Zesenboot unterwegs auf dem Bodden. Früher waren das die Fischerboote der Region. Ist das denn jetzt hier gutes Segelwetter oder ist eigentlich zu wenig Wind? Es ist Traumwetter. Ist gut? Es ist optimales Brauchen Segelwetter. Diese Boote nicht so viel Wind? Nein. Und die laufen ja auch ziemlich schnell. Mhm. Bis zu 6, 7, 8 Knoten. Oh, das, ist das normal? Das ist normal. Das kippt jetzt nicht um, weil ich was falsch mache. Nö, nö. Wir kippen nicht so schnell um. Die Dinger kippen gar nicht um. Im Großen und Ganzen, die laufen höchstens an der Seite voll Wasser. Ne? Ah ja, ist aber auch irgendwie unangenehm, oder? Ja, Heini, willst du nicht vielleicht lieber das? Nee, mach mal. Gut. Du musst ja auch was lernen. Ja, aber ich habe mal ein bisschen hierher, ein bisschen an Wind gehen. Sehr schön. Das wird gleich umkippen. Was ist das Besondere an diesen Zesenbooten? Die gibt es ja nur in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, diese Besonderheit ist die Form, sind die Segel, das ist gaffelbetakelt und es waren Fischerboote. Diese historischen alten Schiffe laufen nicht sehr tief. Dieses Boot hat zum Beispiel 60 cm Tiefgang. Wie tief ist der Bodden hier? Der Bodden ist maximal 3 Meter, 3,5 Meter tief. Tiefer nicht. Das heißt, einen richtig tiefen Bug darf so ein Schiff gar nicht haben, was hier fährt. Wie unterscheidet sich der Bodden von der Ostsee? Ja, das ist doch hier auch Salzwasser, ne? Teils. Wir haben brackiges Wasser drin, haben aber auch Salzgehalt drin. Das heißt, hier münden ja einige Flüsse drin. Mhm. Die ganzen Regenwasserabläufe von den Wiesen, alles, was hier so zusammenkommt, das läuft alles im Bodden rein. Mhm. Aber bei diesem Wind heute, Ostwind, drückt die Ostsee in den Stregersund rein und das Wasser staut sich hier auf. Der Wasserspiegel steigt. Mhm. Und dadurch auch der Salzgehalt. Sind hier auch andere Fische deshalb? Nee, hier gibt es auch Dorsche drin, hier gibt es Plattfische drin. Im Frühjahr kommt der Hering in die Boddengewässer zum Laichen rein. Hier gibt es aber auch Karpfen. Hier gibt es Schleien. Hier gibt es also praktisch die Süßwasserfische gibt es auch hier drin. Das ist ja eigentlich ganz gut. Da kann man ja so two in one. Ne? Das ist sehr gut. Ne? Das ist wie Shampoo und Spülung in einem. So ist es. So ist es. Notiz in mein Reisetagebuch. Ein bunt gemischtes Miteinander. Die Tierwelt macht uns vor, wie es gehen kann. Bin gespannt, was ich auf meiner Inseltour noch so entdecke und erfahre. Weiter geht es in den Wald. Mit Ranger Lutz Storm bin ich zu einer Wanderung im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft verabredet. So, wir sind hier drei Eichen und werden dann durch den Wald gehen zum Weststrand. Und dann heute Nachmittag zum Leuchtturm. Die Halbinsel gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, aber die Ortschaften sind ausgegliedert.
Und ich denke mal, wir schauen uns das Ganze an und gehen in den Wald. Los geht's. Super. Buchenwälder sind sozusagen die deutschen Urwälder. Und offenbar der Grund, warum Buchstaben Buchstaben heißen. Ja, hier haben wir die Hauptbaumart Deutschlands. 66% der Landesfläche wären Buchenwald. Aha. Wenn man nicht eingreifen würde. Wenn man nicht eingreifen würde. So haben wir gerodet, es gibt heute weniger Buchen. Aber hier kann man im Nationalpark schön sehen, wie Bäume auch vergehen dürfen. Man kriegt hier ein Lichtloch und dann kriegt man dort neue Buchen. Weil da, wo Licht im Wald auf den Boden fällt, da kann man sehr schön sehen, dass da Neues kommt. Ja. Weil Buchen haben ja so um die 200.000 Blätter und darunter ist schattig, da wächst nichts. Und wenn dann oben eine Krone rausbricht, wie man es hier schön sehen kann, dann kriegt man halt neuen Wald. Und was man hier schön zu sagen kann, die Germanen haben ihre Runen auf Buchenstäbe geschrieben. Und diese Buchenstäbe sind im Grunde genommen unsere heutigen Buchstaben, die wir nach wie vor nutzen. Auf dem Computer. Deswegen heißt das Buchstaben? Deswegen heißt das Buchstaben. Ach. Ich sage mal so, wenn ich so Führung mal mache, sage ich zu den Leuten immer, nehmen Sie von der Buche ein E weg, dann haben Sie ein Buch. Mhm. Echt belesen, der Lutz. Ich ahne schon jetzt, dass ich von ihm noch einiges mehr über die Natur hier erfahren werde. Ein Plauderer, dem ich gern weiter zuhöre. Wir kommen jetzt im Grunde aus dem Wald raus und sehen die Ostsee. Oh. Und dadurch, dass sie gezeitenlos ist, ist sie immer da. Ist sie immer da. Das ist das Schöne an der Ostsee, die ist nie weg. Und ja, man kommt über die Düne und dann sieht man im Grunde genommen gleich zu sehen. Ja, wir können, Entschuldigung. Wir können ja mal, da ist sie schon. Oh, wow, wow. Da ist schön. Sie schon. Das Meer. Ja. Das ist auch ungewöhnlich, ne? Der Wald und dann direkt das Meer da dran. Ja, das ist zwei Dinge. Einerseits werden die Dünen ja bewaldet, das sieht man hier sehr schön. Und andererseits holt sich das Meer ja auch immer ein Stückchen Küste durch den ewigen Westwind. Und hier, wie wir es jetzt sehen können, der Wind kommt von Westen. Ja. Und der Sand wird ganz langsam in Richtung Leuchtturm und hinterm Leuchtturm transportiert. Und da wächst dann die Insel, und dann, während sie hier schmaler wird. Da wächst so eine Landverschiebung, dann, ne? So eine Landverschiebung, ja. Versandung und Deichbau haben dazu geführt, dass aus den drei einzelnen Inseln Fischland, Dars und Zingst die Halbinsel entstand. Der ständige Westwind zwingt hier sogar Bäume in die Knie. Ja, hier können wir sehr schön sehen, die Windflichter auf der Halbinsel mit dem ewigen Westwind. Und dann fliehen die Bäume im Grunde genommen nach Osten. Die sind ja auch typisch für die Insel, ne? Die sind ganz typisch für die Insel, weil wir eine Westwetterlage haben. Also ganz, ganz, ganz viel Westwind. Und das lässt die Bäume halt auch einfach nur nach Osten. Das heißt, der Wind kommt immer von da und dann flüchten die gen Osten. Deswegen heißen die Windflüchter. Richtig. Das sieht jetzt aber so aus, als ob die irgendwann umkippen würden. Ist das so? Wegen des Drucks? Nein, die kippen nicht um, weil die sich Richtung Westen stark verwurzeln und damit den Druck des Windes abfangen. Sogar die Wurzeln werden anders ausgerichtet. Sogar die Wurzeln werden anders ausgerichtet, ja. Das ist gut. Und dann stehen die das. Und dann stehen die das, ja. Toll. Und jetzt geht's zum Leuchtturm. Jetzt geht es zum Leuchtturm, ja. Wie kommt man denn da hin eigentlich? Oh, mit der Kutsche, würde ich sagen. Auf so eine Pferdekutsche muss man mich nicht zweimal bitten. Kommt bei mir gleich nach dem Reiten. Wenn man zum Leuchtturm will, muss man das Fahrrad nehmen? Ja. Zu Fuß? Ja. Oder wie wir jetzt die Kutsche? Richtig. Warum? Weil wir ja einen besonderen Status haben. Wir sind einer von den 16 ausgewählten Nationalparks. Also das Erlebnis, Natur erleben, zu Fuß, mit Fahrrad und mit Kutsche, ist, glaube ich, richtig. Der Nationalpark ist der drittgrößte in Deutschland. Ich bin ganz froh, dass wir die Kutsche nehmen. Bis zum Leuchtturm bräuchten wir sonst wohl eine halbe Ewigkeit. So, das ist jetzt der älteste Leuchtturm der Ostsee. Das ist der älteste in Betrieb befindliche Leuchtturm an der Ostseeküste, weil Arkona von Rügen älter ist. Seit wann gibt's den? Seit 1848 ist der gebaut, 1849 in Betrieb gegangen. Und wie groß ist der? Also wie der hoch? Der ist jetzt 35,4 Meter hoch. Ach, und die Plattform oben ist von 28 Meter. Ich hab Höhenangst. Lutz. Ach, das kriegen wir hin. So ein Ranger wie Lutz kennt keine Gnade. Was bleibt mir da anderes übrig als Augen zu und hoch? Weißt du, das Schlimme ist, dass man hier rechts runter gucken kann und durch die Stufen. Links gucken. Da sind wir auch schon fast oben. Oh, ist das Horror. Von wegen links gucken. Ich versuch's mal lieber mit geschlossenen Augen. Irgendwie taste ich mich schon nach oben. So, wenn wir jetzt schauen, sehen wir da Dänemark. Warte. Augen auf und nur noch in die Weide gucken. Ein Segelschiff und links vom Segelschiff ist Dänemark. Ganz hinten das am Horizont. Ist ja, das ist die dänische Insel Möhn.
Dann kommen die Windräder und rechts von den Windrädern ist dann die Insel Hiddensee, die alle kennen. Ah, und dahinter ist dann Rügen, ne? Dahinter liegt dann Rügen, ja, genau. Ja, ach, schön. Gar nicht weit entfernt. Schön. Am Weststrand, wo wir gerade standen, wird der Sand ja weggetragen, ja, hast du mir erklärt, ja, Richtung Darßer Ort, ja, also Richtung hierhin. Richtig. Kann man das hier irgendwo sehen? Ja, wir stehen zum Beispiel an der Küste von 1700. Und wenn man jetzt rausguckt, ist das das Land, was nach 1700 aufgewachsen ist. Ach, der Leuchtturm stand 1700 an der Grenze zum Wasser. Der ist im Grunde genommen 1848 gebaut worden, steht aber an der Wassergrenze von 1700. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sehen, richtig, das ganze Land ist angeschwemmt worden, richtig, seitdem. Richtig. Das ist aber ordentlich. Das ist ein Prinzip der Natur und das ist auch nicht aufhaltbar. Bedeutet ja, dass in ein paar hundert Jahren der Leuchtturm mitten auf der Insel stehen wird, wenn er da noch steht. Unsere Nachfahren wird das vielleicht verwundern. Wir wissen jetzt, warum. Mein nächster Tag beginnt sportlich. Katrin Borgwardt gibt hier am Strand Trainingsstunden für Sportbegeisterte und für mich. Hallo. Hallo. Kann ich mitmachen beim Bodyweight, glaube ich, jetzt, ne? Bodyweight ist um 10, genau. Kannst ja? du sehr gerne mitmachen. Wir warten noch auf ein, zwei Leute und dann beginnt der Kurs in etwa 3-4 Minuten. Super. Das. Danke. Gerne. Und das ist die erste Übung und die wird einfach 30 Sekunden erstmal festgehalten. Ja. Halten. Sehr schön. Ich merk's überall. Ihr auch? Super, dann ist es besonders gut. Okay. Die ersten Sachen werden ausgezogen. Wieder runter, nach hinten, nach vor und hoch. Und sowas macht ihr in Berlin? Freiwillig. Und jetzt mit dem Arm langsam hier rum. Ich guck's mir noch ein bisschen an bei dir. Ja. Das ist der Blick aufs Meer. Oh, krass. Und das Ganze einfach 30 Sekunden am Stück. Und das ist aus dem Yoga, der herabschauende Hund. Das ist ja schon fast chinesischer Stadtzirkus. Dann einfach anfangen. Linkes dann, Bein. Dann erst anfangen. Genau. Hattet ihr auch gehofft, dass sie genau sagt, dann legt ihr euch wieder zurück. Möwe! Möwe! Oh. Die macht mit! Die Leute, die hier mitmachen, ne? Nennst du die Patienten, Opfer, Kunden? Opfer, schön. In allererster Linie sind es in der Regel hier Gäste. Gäste. Genau. Und die Gäste, ja, sind das solche wie die beiden, die quasi in Berlin schon immer Bootcamp machen oder auch so Anfänger wie ich? Natürlich finden sich am Sportstrand Sportbegeisterte, aber es gibt auch viele Leute, die einfach sagen, ich habe das noch nie gehört, ich habe das noch nie gemacht. Hier bin ich neben Fitnessstudio, hier sieht mich keiner, hier probiere ich es einfach mal aus. Ja, und hier hat man ja auch die Zeit, das mal auszuprobieren. Richtig, richtig. Ne? Und keiner guckt und alle fangen gemeinsam an. Also insofern ist das hier der richtige Ort und man hat natürlich eine Wahnsinnskulisse. Stimmt, die Aussicht entschädigt. Den Satz Augen auf bei der Berufswahl hat Trainerin Katrin wohl wörtlich genommen. Und gut, und absteigen. So, perfekt. Jetzt hat die Bierkiste sich verformt, weil ich Kamel da drauf war. Nein, das war die Hitze. Ach so. Notiz in mein Reisetagebuch. Der Dars kann auch helfen, den inneren Schweinehund zu besiegen. Und das tut verdammt gut. Im wunderschönen Dörfchen Born bin ich mit Birgit Blümer verabredet. Die Fremdenführerin kennt eine ganze Menge erstaunlicher Dars-Geschichten. Mit ihr tauche ich ein in die längst vergangenen Tage der Halbinsel. Ja, wir haben hier in Born ja ganz viele Baudenkmäler. Und das ist zum Beispiel eins der ältesten. Das ist schon 151 Jahre altes Haus. Aha. Und das ist eine kleine Büdnerei. Was ist eine Büdnerei? Woher kommt der Ausdruck? Habe ich noch nie gehört. Ja, man sagt, das kommt von dem Wort Bude. Also eine Büdnerei ist ein kleines Gebäude, wo meistens ein bisschen Land dazu gehört, mhm, was maximal so die Größe eines Hektars hatte.
Man hat damals die Büdner eigentlich per Gesetz erschaffen im 18. Jahrhundert, weil eine gewisse Landflucht eingesetzt hatte. Es war nämlich so, wer nichts erben konnte, hatte auch kein Haus und durfte deswegen auch nicht heiraten. Und nur wer ein Haus hatte, durfte heiraten. Insofern hat man dann gesagt, gut, wir müssen die Leute auf dem Land halten, hat ihnen Baumaterial zur Verfügung gestellt. Sie konnten sich die kleinen Häuschen bauen, haben ein bisschen Land bekommen und haben auch Weiderechte erhalten, um ein paar Tiere mit auf die Weide zu stellen. Und es war natürlich auch so, dass man davon nicht unbedingt eine große Familie ernähren konnte. Deswegen war es meistens so, im Sommer hat die Frau eigentlich den ganzen Hof hier alleine betreiben müssen. Und die Männer, die sind zur See gefahren, wie das hier allgemein üblich war. Wir hatten ja hier überall Seefahrer in den Dörfern. Und so war das eben, die Frau hielt alles zusammen, hat dafür gesorgt, dass die Familie ernährt wurde, hat auch die Wintervorräte angelegt. Und der Mann kam im Herbst und alles war ordentlich bestellt. Wie ging es den Menschen denn früher? Also es war schon so, dass man durch die Seefahrt hier einen gewissen kleinen Wohlstand sich erarbeitet hat. Das kann man natürlich auch sehr gut sehen an den Haustüren. Darßer Haustüren haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Das sind diese wunderschönen, bunten, mit Schnitzereien verzierten Türen. Ich glaube, das hat auch noch eine schöne Tür. Ja, ne? Da können wir gerne mal gucken. Und natürlich haben diese Schnitzereien auch alle eine Bedeutung. Man sagt, wenn zum Beispiel ein Anker an der Tür war, war auf jeden Fall ein Seefahrer im Haus. Und die Sonne war immer eine aufgehende Sonne und hat auch immer ein positives Lebensgefühl, Sonnenenergie vermittelt. Also das sind so Zeichen, die werden Sie an allen Türen immer wieder finden. Und die haben sich über die Jahrhunderte auch gehalten, muss man sagen. Wo haben denn die reichen Leute gewohnt? Ja, wir haben natürlich hier im Ort auch noch wunderschöne Kapitänshäuser. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und schauen uns mal so ein Gebäude an. Hübsch, so eine Büdnerei. Aber arme Leute wohnen hier vermutlich nicht mehr. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eins unserer wunderschönen Kapitänshäuser. Ah ja, das ist wirklich natürlich hübsch. Hier im Ort auch noch einige gibt. Aha. Was ist das Typische an diesen Häusern? Das Typische am Kapitänshaus ist, man mag es kaum glauben, das Kapitänshaus hat kein Rohrdach, sondern das hatte damals schon, wenn möglich, ein Ziegeldach. Das war damals nämlich der teuerste Baustoff, im Gegensatz zu heute. Beim Kapitänshaus haben wir auch ein ausgebautes Dach meistens. Das heißt, die Gaube steht vor mit einem Fenster, das konnte man sich leisten. Und rechts und links haben wir oftmals auch zwei Fenster statt einem. In den kleinen Häuschen hatte man nur ein kleines Stübchen daneben. Und hier sind die Stuben natürlich nach vorne raus auch ein bisschen größer. Wie haben denn die Kapitänsfamilien in so einem Haus gelebt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Kapitäne haben natürlich einen etwas extravaganteren Lebensstil gehabt im Verhältnis zu den Büdnern, was wir vorhin schon gesehen haben. Man war etwas reicher, man hatte natürlich auch etwas Personal. Ja. Da möchte man eigentlich Kapitänsfrau gewesen sein früher, ne? Das war auf jeden Fall ein schönes Leben. Aber das war wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Kapitänsfrau zu werden. Also wenn man jetzt aus einem einfachen Stand kam, da so einzuheiraten? Na, oder ging das? Nein, man hatte wenige Heiratskandidaten damals, das muss man wirklich sagen. Man versuchte immer im gleichen Stand zu heiraten. Der Fischer, der konnte natürlich seinen Sohn nicht mit der Tochter des Kapitäns verheiraten. Das war eher unmöglich. Insofern hat man natürlich immer die passende Partie gesucht. Da man auch sehr gerne im eigenen Dorf blieb, war natürlich die Auswahl an Heiratskandidaten recht gering. Das heißt, es gibt hier sehr viele Menschen mit dem gleichen Nachnamen. Durchaus. In Wustrow haben wir zum Beispiel, dass wir sehr oft den Namen Brathering, Fredwurst oder Voss begegnen, weil einfach immer wieder untereinander geheiratet wurde. Man nahm eben die Cousine dann zur Frau, wenn keine andere zu Hause stand. Ja gut, wenn es nicht anders ging. Das war dann in Ordnung, genau. Da ist die Auswahl heute ein bisschen größer geworden. Jetzt geht es um einen anderen Schatz, das sogenannte Gold der Ostsee. Martin Hagemann will mir zeigen, wo man hier auf dem Darß Bernstein finden kann. Wir müssen ja nicht gleich das ganze Bernsteinzimmer wieder ausbuddeln. Ein einzelnes Steinchen würde mir als Andenken schon reichen. Moin. Moin. Martin Hagemann. Ja. Judith, ich freue mich. Ich melde mich zur Strandfundetour. Herzlich willkommen, das ist genau richtig. Ich möchte gerne Bernstein finden. Oh, wollen alle. Gehört aber auch immer eine Portion Glück dazu, ne? Ja. Wollen wir uns auf den Weg machen? Ja. Worauf muss ich achten?
also der Bernstein ist ja kein Stein, sondern fossiles Harz. Mhm. Und im kalten Wasser hat er am meisten Auftrieb. Ja. Und deswegen muss die Wassertemperatur so kalt wie möglich sein. Jetzt ist schon Sommer. Ich finde es immer noch kalt, wenn man mit Fuß drin ist. Ja, der aber Wind, gut, ne? Das ist Ansichtssache. So, na, hier wird es schon ein bisschen interessanter, wo es ein bisschen dunkler wird. Hier, ah, okay. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist aber Holz, oder nicht? Genau. Das ist besonderes Holz, das ist Rollholz. Wollen wir mal einen Test machen? Ja. Was kennt normalerweise von Holz, was macht das im Wasser? Es treibt oben. Tut es das auch? Nein. Das ist untergegangen, ne? Ja. Das ist so schwer, das ist so vollgesogen mit Wasser. Und das hat jetzt ungefähr die gleiche Dichte wie Bernstein. Mhm. Das heißt, wenn du Bernstein suchen willst, musst du nach Rollholz suchen. Da, wo Rollholz ist, da, wo Rollholz ist, da ist auch Bernstein. Vielleicht noch Bernstein. Das ist hier meine Stelle. Ich kann ja mal so ungefähr zeigen, welche Farben es so allgemein gibt. Ne? Ja. Und das sind so die Farben, die vorkommen können. Ne? Das ist so das, was man sich wahrscheinlich als erstes so vorstellt. Und da, so kommt das auch, wie das angespült. Und das, die habe ich hier auch alle gefunden, da ist nichts dran geschliffen. Hier sieht man, was es mal war. Das ist eben so der runtergelaufene Harz am Baumstamm. Da ist noch ein bisschen Dreck drin, der ist eben 35 Millionen Jahre alt. Ne? Und so, und was diese Transparenz ist, das, was man kennt, aber eben auch die Untransparenten oder hier sowas Dunkles. Hier sieht man jetzt noch in der Sonne, das ist Trochtitantel. Und bei dem würdest du mir doch kaum glauben, dass das Bernstein ist. Nee, da würde ich denken, dass es ein ganz normaler Stein ist. Und wenn man, der ist da zerbrochen. Ah. Und wenn du dann in die Sonne hältst, dann siehst du den Glitzer. Ja, dann hat er eine Transparenz. Er ist an der Oberfläche einfach nur ein bisschen verwittert. Ja. Aber das bedeutet ja, wenn ich dann einen Stein finde, sollte ich versuchen, ihn kaputt zu machen, oder wie? Nee, das nee? Ist der war ich. Nein, nein. Der erste Test ist ein Zahnklopfen. Das klingt ein bisschen wie Plaste. Wenn du das mit dem Stein machst, dann klingt das so hell und das tut auch schnell weh, also wie Glas. Aber bei Bernstein kannst du ja auch mal an, der ist einfach so leicht. Ja. Ne? Und das ist dann eben, wenn du das an Zahn klopfst, wie Plaste. Eine andere Variante ist mit dem Wollpullover reiben und kleine Papierschnipselchen anziehen lassen. Oder Feuerzeug anzünden, brennt. Doch dazu muss ich erst mal was finden. Gar nicht so leicht in dem Gewirr aus Seetang, Muscheln und Rollholzstückchen. Hier könnte man jetzt noch mal drin bügeln, ne? Weil hier ist so ein bisschen, naja, ist ein bisschen Seegras. Hammer. Ich hab was. Sechs im Lotto, ne? Toll. Naja, Sonnengroßen bleiben selten liegen, ne? Aber immer mal wieder. Und der ist so schön gelb. Der ist total schön, das wundert mich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich frag mich ja heute noch, ob Martin vorher extra was für mich versteckt hat. Zutrauen würde ich's ihm. Auch als Künstler-Hotspot hat der Darß eine lange Tradition. Und ich treffe eine Künstlerin, Schauspielerin Sabine Karg. Am malerischen Strand von Ahrenshoop wollen wir heute etwas Kreatives aufs Papier bringen. Ausgerechnet heute ist es kalt. Ja. Viele kennen Sabine Karg noch aus dem Straßenfeger der 80er Jahre, diese Drombuschs. Damals spielte sie die Rolle der aufmüpfigen Tochter Marion. Das passt, denn Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, haben in Ahrenshoop Tradition. Wir sind mit Bürgermeister und Inselkünstler Hans Götze verabredet. Moin, moin. Hallöchen. Moin. Die Damen melden sich zum Dienst. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Judith Hallo. Parker, Hallo. Hallo, Hans Götze. Hallo, Götze. Hallo. Sabine Karg. Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie wollen ja auch ein bisschen malen und zeichnen jetzt hier im Ort. Ja. Ist eine tolle Tradition hier bei uns. Denn so vor 125 Jahren kamen die sogenannten Malweiber hierher. Damals durften Frauen nämlich nicht studieren an den Akademien. Mhm. Und deshalb kamen sie dann in private Malschulen. So was Ähnliches machen wir heute auch noch. Also hat sich Ahrenshoop schon immer für die Emanzipation und die Rechte der Frau eingesetzt. Und wir hatten tolle Frauen, die hier als Malerin etabliert waren. Elisabeth von Eicken, Dora Kochstetter und. Die sind also auch als Malerin sehr erfolgreich gewesen. Dann. Herr Götz, ich muss Ihnen dazu was sagen. Ich kann es gar nicht malen. Und Sabine hat mir erzählt, dass sie es auch nicht kann. Also Sie müssen vielleicht diese Vorbilder, die Sie jetzt so im Kopf haben, so ein bisschen... Ja, aber das kann eigentlich jeder. Ja? Das kann eigentlich jeder, wenn man einfach ein bisschen aufmerksam ist, mit den Augen ein bisschen arbeiten kann und das versuchen kann umzusetzen und ein paar Grundlinien beachtet,
dann ist das relativ einfach möglich. Na dann. Darf ich Ihnen da ein bisschen helfen? Unbedingt. Ja, ohne Ihre Hilfe wird es gar nichts. Okay. Ja, gut. Sie haben ja ein bisschen Malzeug dabei. Ja, wir haben alles mitgebracht, was wir mitbringen sollten. Na, wir haben Block. Alles gut. Was malen wir denn? In welche Richtung? Ich denke mal, wir schauen uns diese Cliffkante dort drüben an. Okay. Das Steilufer ist ja prägend für Arnshoop hier. Ja. Und es ist eine relativ einfache Sache auch. Deshalb ist es nicht so kompliziert von Anfang. So. Und dann fangen wir einfach mal an, suchen uns einfach eine Bezugslinie. Dann sehen wir einfach zu, dass das hier langsam ansteigt. Hier hoch und dann hier rüber geht. Hier haben wir dann noch mal diesen Buschen hier. Kann man nur kurz andeuten. Das Ganze brauchen wir dann eigentlich nur noch in Hell- und Dunkelwerte ausarbeiten. Darf ich das jetzt ausmalen? So einfach machen wir uns nicht. So, und so kann das dann aussehen. Oh, ja, das ist ja wirklich toll. Und dann einfach mal anfangen mit der Grundlinie und einfach mal versuchen zu zeichnen. Ja. Okay? Ja. Okay. Wollen Sie es mal versuchen? Weißt du noch die Reihenfolge? Ja. Nee, erstmal eine Bezugslinie schaffen. Genau. Und Sie haben also erstmal eine Waagrechte. Und dann die Ecke oben anpeilen. Genau, also ich fange jetzt einfach an. Ja. So. Ich sehe schon das Gras. Gut. Dann kommt hier oben. Dann das da oben, ne? Diese Steilküste. Oben die Ecke erstmal oben fixieren, die vordere Ecke fixieren und dann versuchen diese Linie, die leicht nach oben geht und das Cliff, was nach unten geht. Ja. Und da haben wir ja auch Bewuchs. Ja. Man muss ja auch ein bisschen kreativ sein. Passen Sie mal auf, hier diese Ecke ist eine ausgeprägte Ecke. Ist keine Rundung. Herr Götze, das wollte ich doch gerade noch verbessern. Alles klar, okay. Gut, tut Ihnen jetzt ein bisschen leid, dass Sie uns einen Malkurs angeboten haben. Nee, überhaupt nicht. Jetzt ist Arnshoop ja eine richtige Künstlerkolonie, ne? Sagt man so. Ja, heute sagen wir Künstlerort dazu. Früher war es eine Künstlerkolonie. Ach so, früher Künstlerkolonie, heute Künstlerort. Ja, heute Künstlerort, weil nach dem Ersten Weltkrieg haben sich die Genre gewandelt. Wir haben nicht nur Maler und Grafiker da, sondern wir haben jetzt Bildhauer da, wir haben Schriftsteller dabei, Musiker. Ja. Sie haben ja auch hier zwei Pianisten, die hier leben in Arnshoop. Das ist die Frau May. Und Ulrike der Lutz, und der Lutz, und der machst du immer die Lesungen. Ne? Mit ihr habe ich Lesungen gemacht, und zwar in Dierhagen, Weihnachtslesungen und Literatur. Und das ist sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, über Sie diese Insel näher kennenzulernen. Habe ich übrigens die Sonne gut gemalt? Das wollte ich Sie mal fragen. Oder ist die so ein bisschen kindlich? Die ist ein bisschen Kinderzeit. Ja, das ist so wie in Klasse 7c. Genau, genau. Ja, das ist naive Malerei. Das ist auch ein Museum. Das muss man ja können. Aber genau, einfach das so ein bisschen schraffieren. Wir haben übrigens einen Zuschauer jetzt gelernt. Wir haben einen Zuschauer. Oh. Eine Möwe. Das ist eine kunstinteressierte Möwe. Hast du jetzt Gefallen gefunden am Malen? Ein bisschen. Also ich glaube, dass man sich mit Malen sehr gut beschäftigen kann, dass überhaupt die Aktion, hier zu sitzen, die Natur zu genießen, einen Stift in die Hand zu nehmen, auf sich wirken zu lassen, was die Natur uns bietet, rein atmosphärisch, von der Emotion her, das finde ich sehr, sehr schön. Und das hat mir eigentlich jetzt hier eine Tür geöffnet. Ist es das, was du immer suchst, wenn du auf die Halbinsel kommst? Du warst ja schon sehr oft da. Die Ruhe und die Natur. Fall. Das Licht ist wunderbar. Die Luft ist natürlich unglaublich schön. Dann eben die Wellen, das Meer, der Strand. Man kann ja hier auch wirklich einsam spazieren gehen. Man hat ja die Möglichkeiten. Man hat Kultur. Also es bietet alles, was die Seele braucht. Und um runterzukommen, ist das hier wunderschön. Wo wir gerade beim Thema Kunst sind, die Türen auf dem Dars sind eine echte Augenweide und auch sie haben eine lange Tradition. Wie die berühmten Darser Haustüren entstehen, schaue ich mir jetzt bei den Brüdern Roloff an. In ihrem Familienbetrieb werden die Schmuckstücke schon seit 1832 in Handarbeit geschnitzt. Hallo, guten Morgen. René und Dirk, ich weiß nicht mehr, wer ist. Dirk. Dirk. Ich bin Dirk. Bin ich. Hallo, René. Und wer bist du? Willkommen bei uns im Prero hier in der Werkstatt. Dankeschön. Mit der Ältesten auf dem Dars. Die Älteste auf dem Dars ist das? Ja, gut, Da bin ich ja genau richtig. Ich habe ganz viele Fragen zu diesen wunderschönen Türen, die ich gesehen habe. Also wir haben hier sehr viele alte Türen stehen. Auch die älteste im Moment von 1771. Also die hier in der Mitte? Ja, schon Welche? Was Besonderes. Welche ist das? Die hier in der Mitte. Die?
Die hier, die stammt aus Born, aus der Oberförsterei und war ein ganz prächtiges, ein ganz prächtiges Portal auch. Und also der Darß war kulturell schon immer sehr, sehr vorne da. Durch die Segelschifffahrt hat man hier ja, Einflüsse von außen gehabt und wusste, was gut ist und was Mode ist und hat hier schöne Sachen gemacht. Seit wann spielen die Haustüren so eine Rolle auf dem Darß? Ja, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts spielen sie eine Rolle. Das hängt ganz eng mit der Segelschifffahrt zusammen. Man fuhr hier zur See. Viel mehr andere Möglichkeiten hatte man ja auch nicht. Man ist vom Wasser umgeben, hat erst Holz und alles Mögliche hier verschifft, aus dem Wald das Holz geklaut und nach Schweden gebracht, wer weiß, irgendwie so. Und dadurch kam ein bisschen Geld hier rein. Und mit dem Geld konnte man sich dann auch schöne Sachen leisten, wie Türen oder schöne Möbel. Und hatte die Kultur hier so entwickelt. Und ist überliefert, wer auf die Idee gekommen ist, als Erster so eine schöne Tür zu machen? Nein, leider haben die das nie aufgeschrieben. Also das bedauern wir sehr. Die ältesten Aufzeichnungen sind gute 100 Jahre alt, aber die Tradition der Türen über 200 Jahre. Und vorher wusste es jeder, aber irgendwann ist das verloren gegangen. Was bedeuten denn diese verschiedenen Motive? Das sind neuere Motive, die auf den Türen Platz finden heutzutage, eben weil sie mit der Region zu tun haben. Windflüchtern, wie man am Weststrand auf der Bühne den manchmal sieht. Schön, also aber ein typisches Darßer-Motiv dann, ne? Ja, es hat mit der Region hier zu tun. Ja, hübsch angemalt. Seesboot zum Beispiel, wie hier auf dem Botten die Fischerboote unterwegs waren. Mhm. Wie schon mit gesegelt, am ersten Tag. Schön, ja. Das ist das Skipper Reini, das war toll. Ah, ja. Ach, den kennen wir, na klar. Ja, echt? Na klar. So, und hier? Für moderne Häuser muss man auch manchmal andere Entwürfe machen. Und daher entwickeln wir das auch weiter, damit das nicht nur in dieser alten Form stehen bleibt. Das wäre langweilig, wenn man den Tulpenstrauß zum 10. Mal genauso macht. Also jeder will auch seine eigene Tür haben. Das ist ganz wichtig, dass sie individuell gestaltet wird und nicht die Tür vom Nachbarn nochmal abgebildet wird. Das würde großen Ärger geben. Das darf nicht mal farblich genauso sein. Das ist man sehr sensibel. Ja, ja. Und dadurch bekommt auch jeder so seine eigene Motive. Hier diesmal auch etwas ganz Neues mit Schilf und Kranich, auch in Bezug hier zur Region. René und Dirk schnitzen die berühmten Darßer Türen bereits in sechster Generation. Einige davon haben es sogar schon bis in die Schweiz und nach Norwegen geschafft. Also wir haben hier noch den Anker fertig zu schnitzen und zwei kleine Blüten. Und das ist auch wirklich gar nicht schwer. Das zeige ich mal kurz, wie das geht. Also man hat hier ein sehr scharfes Schnitzwerkzeug. Vorsicht. Das ist wichtig. Das ist gefährlich. Das nimmt man so in die Hand. Die linke Hand umgreift das hier und sichert das. Und mit der rechten schnitzt man und steuert das. Also, und dann setzt man das da an. Und das geht dann eigentlich wie durch Butter. Man muss nur aufpassen, dass man mit dem Faserverlauf arbeitet. Also es gibt hier Bereiche, die gehen und welche, die gehen nicht. Wir können das einfach mal probieren. Mhm. Aber wenn, einfach ansetzen und mal probieren. Ich soll das jetzt machen? Aber sicher. Habt ihr nicht vielleicht was, wo noch nicht viel fertig ist? Weil wenn ich das jetzt kaputt mache, das dann... Das klappt. Ich bin sicher. Dann schicken wir die Rechnung. Muss nur... Ja, genau. Genau. Und ich würde mal da anfangen, genau. Ich glaube, sie muss sich weiter rumdrehen. Warte. Ja, genau, ich gehe mal weg. Perfekt. Prima. Ich habe so ein bisschen Angst, noch was kaputt zu machen. Solange das auf der Seite bleibt, ist das alles okay. Wie tief soll das denn? Reicht. Ein bisschen quer zum Holz. Ich würde das Eisen lieber so schräg ansetzen. Okay. Wo ist das Eisen? Ich muss das Eisen mal wechseln. So? Ja. Ein bisschen Angst habt ihr jetzt aber schon, ne? Um eure Tür. Nee? Ich guck weg. Oh Gott, hier, siehst du? Alles gut. Oh, ich gern ein bisschen schräger. Das ist mehr. Ja, genau. Ich muss hier erstmal. Das setzt mich unter Druck, wenn ihr jetzt. Ach so, okay. Ich guck mal. Ja. Wie ist bei euch die Liebe zum Holz entstanden? Wir sind hier aufgewachsen. Das Holz gehörte immer dazu. Also man hat sein Spielzeug hier in der Werkstatt gemacht, kleine Segelschiffe gebaut oder... Die Eltern haben noch geschlafen am Wochenende. Wir sind schon runter in die Werkstatt, haben schon mal Feuer gemacht und so. War ja noch... Allergrößten Freude. Also, Feuer gemacht? Nein. Ofen geheizt. Aber naja, für uns... Es ist ja alles sehr reizvoll. Hier liegt viel Holz rum, viele Abschnitte, mit denen man mit Fantasie irgendwas machen konnte. Schiffe gebaut. Und aber auch geschmiedet. Und durchaus, wir haben auch alles benutzt, was hier war. Gemacht, ja. Würde mich doch glatt interessieren, wer die Tür bekommt, an der ich mitarbeiten durfte. Hoffentlich gibt es da keine Reklamation. Die
gemacht, aber... Angelprofi Heinz Galling kennt die besten Fischgründe weltweit. Doch besonders gern angelt er an der Ostseeküste. Er will mir zeigen, wie man hier dicke Fische an Land zieht. Macht der NDR-Moderator ja auch sonst leidenschaftlich gern in seiner Sendung Route raus, der Spaß beginnt. So heißt die Sendung tatsächlich. Und wo der Spaß beginnt, probiere ich jetzt einfach mal aus. Hallo. Hallo, Heinz. Judith. Na, hallo. Mensch, schön, dass das mal geklappt hat. Da freue ich mich ja schon. Ach, Judith. Ja, Heinz. Lieber Kollege, wir kennen uns ja noch gar nicht. Nee, wir kennen uns noch nicht. Ich nehme auch mal die Brille ab. Ja, ja, schön. Ich habe alles dabei, was ich glaube, was man zum Angeln braucht. Meinst du nicht, das ist ein bisschen zu klein für die großen Fische, die wir fangen? Ne? Was holen wir denn da raus? Wie viele Meter? Das kann auch mal so eine 40, 50 Zentimeter lange Meerforelle beißen. Ne? Aber okay. Machen wir da zwei Stücke draus. Denn, ne? Aber ich dachte, den kann ich gut transportieren. Ja, nee. Du hast dir Angelschein besorgt, alles, ne? Ist alles dabei. Ja. Habe ich alles. Ich habe der erste Angelschein meines Lebens. Ja. Dass ich das mal machen das würde, ist das hätte Schöne ich nie gedacht. Hier in Mecklenburg, weil du kannst hier den Touristenangelschein machen und jeder, der keine Prüfung hat, kann angeln. Das ist wunderbar. Ne? Ja. Aus Rücksicht auf mein zartes Gemüt versucht Heinz es zunächst mit Imitatwürmern aus Gummi. Jetzt kommen wir gleich zum Auswerfen. Das musst du ja auch machen, ne? Mhm. Ich habe das schon mal im Film gesehen, ja, als Brad Pitt das gemacht hat beim Fliegenfischen. Ist genau. Das so ähnlich? In der Mitte das habe ich mir sehr genau angeschaut. Ja. Und jetzt in dem Moment, wo der Buttlöffel vorne ist, machst du den Zeigefinger gerade. Wir versuchen das mal. Der vorne ist? Wo ist denn bei dir jetzt vorne? Der tote Punkt. Da. 12 Ach, da ist Uhr. Vorne. 12 Uhr ist Gut. vorne. Ne? Da lasse ich dann los. Dann lassen, erst da. Erst da. Solange halte ich den Finger geknickt. Ja, wollen wir das mal versuchen? Ja. Okay. Bei drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ja. Klappt doch. Oh. Das klappt doch. Aber wie groß sind jetzt die Fische, die da beißen können? So. Also sie müssen 25 cm groß sein. Das ist das Mindestmaß. Deshalb haben wir auch ein Zentimetermaß dabei. Wenn sie kleiner sind, müssen wir sie wieder reinschmeißen. Damit sie weiter wachsen können. Ja. Warst du schon am Button eigentlich hier nebenan? Ja, da war ich schon ein Zesenboot gefahren. Siehst du. Und wenn du da angelst, könntest du zum Beispiel einen ganz besonderen Köder nehmen. Kann ich dir mal zeigen. Zum Beispiel die Ratte. Die Ratte? Ja. Das ist aber keine echte. Nein, natürlich nicht. Im ersten Moment kriegt man Schreck, ja. Ja, damit würde zum Beispiel ein Hecht beißen. Und Hechte halt essen Ratten? Ja, Wasserratten. Und wenn die Hechte zum Beispiel den Schwanz abbeißen, was ja häufig mal vorkommt, hast du auch Ersatzschwänze dabei. Also sowas gibt es. Gibt verrückte Sachen. Oder auch das wusste ich nicht, dass man mit Mäusen Fische fängt. Doch, ist so. Guck mal hier, das habe ich dir auch noch mitgebracht. Das ist die sogenannte Suicide Duck, die Selbstmörderente. Damit kannst du auch... Die Suicide Duck. Die ist gut. Da drehen sich so die Füße. Oh, damit kann man auch zum Beispiel einen Hecht fangen. Ne? Aber hier zum Beispiel habe ich dir mal so ein Hecht unter Kiefer, damit man mal sieht, was für Zähne die haben. 1,5 Zentimeter lang. Die größten Zähne und die knallen da rein. Gibt's hier im Botten, wir sagen immer die größten Hechte, das sind ja weibliche Hechte, wir sagen dann so die Botten-Ladies, so ab 1 Meter aufwärts. Die Mädchen sind größer? Ja. Ist die bei uns beiden? Ja. Wie groß bist du denn? Naja, offensichtlich größer als du, oder? Ja. Stückchen. Ein Stückchen. Das nagt am Selbstbewusstsein, ich weiß, das kenn ich. So, jetzt kannst du loslassen. Ja. Jetzt knall ich das Ding raus. Kombiköder. Unten Wattwurm, oben Seeringelwurm. Achtung! So, und jetzt legen wir die hin. Mhm. Und jetzt beobachten wir die Spitze. Wir legen das mal hier so rauf. Und wenn jetzt eine Flunder beißt, dann siehst du das an der Rutenspitze. Die macht dann so duck, 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 duck. Geht es jetzt so schnell, dass du jetzt schon gucken musst? Ich dachte, man sitzt jetzt hier 2 Stunden und wartet, dass ein Fisch beißt. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe ja Hunger. Wir wollen ja was grillen heute. Ja, ich habe ja noch ganz viele Fragen an dich. Beim Angeln wird nicht so viel geredet, Mann. Ach so, ja dann. Vielleicht schmeckt Heinz ja wenigstens meine vegane Brause, die ich ihm extra mitgebracht habe. Prost, das ist nett. Also ich angle lieber. Wie
ist es hier auf der Halbinsel? Ist es ein gutes Angelrevier? Es ist ein tolles Angelrevier, weil man ja sowohl auf der einen Seite ein paar hundert Meter rüber, hier ist ja das Fischland an der schmalsten Stelle da vorne, ein paar hundert Meter kann man im Botten angeln, das ist ja brackiges Wasser, ganz schwachsalzig. Und hier ist wirklich, wir sind hier am Hotspot sozusagen, hier Seebrücke, ist ein echter Geheimtipp und da ist was dran. Guck mal, guck die Spitze an, pass auf, guck sie dir an, da zappelt einer dran. Ich sehe nichts. Da, guck rauf, da. Ja, pass auf, ich gucke. Eben hat er doch gezuppelt. Ich sehe nichts. Ja. Du siehst was? Eben habe ich da einen leichten Zuppler gesehen. Ja, ich, also du bist der Profi. Ja. Hältst du mal ganz kurz, ich kurbel mal rein. Wir wollen ja noch was essen heute, ne? Ja, da ist sie doch, da ist sie doch. Ich sag euch doch. Ja, Judith. Was denn? Ja, was denn? Ach, da hängt was dran. Ja, hier. Ach, ein Fisch. So, pass auf, halt mal kurz fest, wir müssen kurz messen. Mit Schwanzflosse hat sie 25,5. Pass auf, dann musst du sie jetzt töten. Nee. Doch. Nee. Mensch, Judith. Du machst das. Und jetzt ist es tot, ja? Dann hol ich jetzt mal die Rute raus. Na, was dran oder nicht? Da ist was dran. Im Ernst? Ja, hoch raus. Hoch raus. Da ist einer! Oh, ein Riesenteil! Hoch raus, hoch raus! Oh. Kurbel, kurbel, kurbel! Ja, warte! Kurbel, kurbel! Hol weiter, kurbel! Rüber, rüber damit! Rüber damit! Oh, das ist so eine, das ist Wahnsinn. Wahnsinn! Das ist ein Wahnsinnsteil! Wow! Wie hast du das gemacht? Was mache ich jetzt damit? So, einfach ablegen. Warte. Vorsichtig, ablegen. Oh. Ja, warte. Das ist eine Flunde, aber was für eine, du! Halleluja! Weißt du, du kannst angeln. So, jetzt schätzen wir mal. Na, was schätzt du? 37. Was sagst du? 35. Okay, Miss. 37. Das ist unglaublich. Sind es 37? Ja, das sind 37. Das kann ich. Mit einem Zollstock umgehen kann ich. Du darfst wieder mitkommen. Aber, ne? Ja. Ich meine, das ist ein Armbrot, ne? Aha. Das, ne? Doll. Hier, schenke ich dir. Das nenne ich mal echtes Anfängerglück. Natürlich muss der Fang gleich auf den Grill. Ein frischeres und regionaleres Abendbrot gibt's ja wohl nicht. Und bei meiner knallpinken Grillkugel muss Heinz jetzt eben mal die Augen zudrücken. So frisch. So frischen Fisch habe ich noch nie gehabt. Bisschen. Toll. Hier. Man braucht auch gar nichts. Man braucht nur ein bisschen Salz. Gut, oh, ne? Lecker. Das ist lecker. Das ist speziell Fischgewürz. Riecht ein bisschen nach Sauna. So. Ist das Sauna-Aufgussmittel? Ja, machen wir anschließend. Und? Warte, ich habe keine richtigen Weingläser, aber hier, sowas. So. Nimm mal einen kleinen, nimm mal einen kleinen Schluck. Trinkst du Wein gerne eigentlich, oder? Ja, jetzt nicht so jeden Abend. Ne, jeden zweiten. Aber jetzt mit dir hier am Strand gerne. Ja. Ne, auf den schönen Angelabend hier auf dem Fischland. Schon da. Besser geht nicht, oder? Ein bisschen wild und ein bisschen romantisch. Gute Mischung. Jetzt muss es nur noch schmecken. Ja. Kann man essen? Lecker. Oh, ganz zart. Ja. Und ganz fest trotzdem. Ja. Boah, der zerfließt ja auf der Zunge, ne? Ja. Perfekt. Perfekt wie der Dars. Und der muss sich dafür nicht einmal anstrengen. Er ist einfach so ein traumhafter Sehnsuchtsort. Und jetzt ganz oben auf meiner Liste der schönsten Inseln Deutschlands. Feels like we're in a dream. You know what I mean.